Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Es ist soweit. Nachdem alle Boliden offiziell vorgestellt worden sind, mache ich heute das Lackierungsvideo genauso wie 2021 auch. Doch bevor ich damit anfange, möchte ich euch ganz gerne mal einen Partner an meiner Seite vorstellen, nämlich Klasmo Energy. Wie der Name schon sagt, ist das ein Energy-Drink-Hersteller ohne Zucker, ohne Taurin und das Ganze sogar vegan. Denn es kommen dabei Sachen vor wie Grünteeextrakt und auch Guarana und es wurde mit einem Sportwissenschaftler, nämlich entwickelt. Der erste Link in der Videobeschreibung führt euch zu Klasmo Energy und mit dem Code MikeEnergy, was ihr hier eingeblendet seht, bekommt ihr 30% auf alles. Es gibt die Produkte Apfel und auch Wassermelone, es schmeckt mir beides sehr gut und ich kann dazu nur sagen, danke Klasmo für die Partnerschaft und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Ganz kurz, Platzierung, die Lackierung des Boliden, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, maximale Anzahl von 10 Punkten. Die Geschmäcker gehen weit auseinander, da kann man sowieso nichts machen. Also würde ich sagen, here we go. Auf Platz 10 haben wir die Lackierung des Alpine A522. Dazu ist aber auch dazu zu sagen, dass die Lackierung ab Australien nämlich gesetzt wird. Die Lackierung in komplett pink werde ich hier nicht bewerten. Wenn ihr das aber dennoch möchtet, werde ich euch auf jeden Fall unten in den Kommentaren das Ganze auch nochmal beantworten. Die Alpine Lackierung, was finde ich denn da gut? Das Einzige, was ich da gut finde, ist die blaue Lackierung. Die Lackierung hat mir schon 2021 gefallen. Das Einzige, was mir am Boliden nicht gefällt, ist diese pinke Farbe, die einfach viel zu viel ist. Der komplette Heckflügel ist eingepinselt, also ich bin überhaupt damit nicht einverstanden. Hätten sie das so ein bisschen auf Aston Martin Basis wie letztes Jahr gemacht, so ein bisschen ein Streifen hier, ein Streifen dort, wäre das Ganze deutlich besser ausgefallen. Zähneknirschen kann ich hier nur 5 von 10 Punkten geben. Sorry Alpine, letztes Jahr noch Platz 1. Dieses Jahr Platz 10. Auf Platz 9 haben wir die Lackierung des Haas VF22. Und zwar nachdem Uelkali nämlich abgesprungen ist. Und zwar ist es nämlich so, das Schwarz-Weiße sieht gar nicht mal schlecht aus, gar keine Frage. Allerdings muss ich sagen, da fehlt irgendwie was. So ein bisschen Farbe hier, Farbe da fehlt. Also nicht so blau und rot, so wie die Russland-Flagge, sondern mehr so auf VF18, VF20 Basis. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen und ich hoffe, dass Haas auf jeden Fall da noch so ein bisschen was macht, dass die Lackierungen von 2018 und von 2020 vielleicht angewendet werden. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Ich kann dazu nur sagen, 6 von 10 möglichen Punkten. Auf Platz 8 haben wir die Lackierung des McLaren MCL 36. Bei dem Orange habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, gefällt mir sogar. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, ist halt das Blau. Es wirkt so blass. Stellt euch mal vor, man hätte das Blau von 2018 genommen oder so ein Königsblau wie auf Schalke. Das hätte mir noch viel mehr gefallen. Aber wie gesagt, das Blassblau ist jetzt nicht wirklich so super schön. Aber ich muss sagen, es ist eine Lackierung, die in Ordnung ist. 7,5 von 10 Punkten. Auf Platz 7 haben wir die Lackierung des Red Bull RB18. Ich sag's mal so, Red Bull, eine wirklich schöne Lackierung, gar keine Frage. Allerdings, es ist jedes Jahr dasselbe. Schade eigentlich. Könnt ihr euch noch an 2013 erinnern, wo dieses Pinke hinvorkam? Also dieses, sag ich jetzt mal, in den Seitenkästen. Das hätte mir auf jeden Fall sehr gut gefallen am RB18. Leider kam es nicht dazu. Und deswegen würde ich sagen, ich vergebe hier 8,5 von 10 möglichen Punkten. Auf Platz 6 haben wir die Lackierung des Williams FW44. 2021, muss ich sagen, hat die Lackierung mich nicht so ganz angesprochen. Das war einfach viel zu viele Farben. Weiß, gelb, blau hier, blau da, blau überall. Die Lackierung des FW44 ist in diesem Jahr wirklich sehr schön. Also blau mit roten Akzenten, sehr geil. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, ist, warum muss ein winziger Teil der Airbox, also wirklich nur gefühlt so viel an jeder Seite, rot sein? Warum macht man es nicht so ein bisschen wie bei dem Mercedes, wo das Gefühl die gesamte Airbox ist? Das hätte vielleicht sogar ein bisschen besser ausgesehen. Allerdings würde ich sagen, 8,5 von 10 möglichen Punkten. Auf Platz 5 haben wir die Lackierung des Alpha Tauri AT03. Genauso wie im letzten Jahr gefällt mir die Lackierung auch hier wirklich sehr schön. Viel weiß, ein bisschen blau. Allerdings muss ich sagen, das Blau, genau wie bei McLaren auch, es wirkt so blass. Stellt euch mal vor, man hätte die 2021er Lackierung jetzt hier genommen, also das Blau. Das hätte bestimmt sehr geil ausgesehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, 8,5 von 10 möglichen Punkten. Auf Platz 4 haben wir die Lackierung des Alfa Romeo C42. Die Lackierung ist wirklich top. Die ist sogar besser als im letzten Jahr. Also dieses Rot-Weiße, das hat auf jeden Fall was. Das Einzige, was mir, oder beziehungsweise die einzigen beiden Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen sind, erstens die Radkappen. Dieses Rot-Weiße, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Pokéball. Und die Nase, ganz unten der Part, naja, warum haben sie den nicht rot gelassen? Warum musste das wiederum weiß sein? Das gefällt mir auch nicht. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, eine wirklich super geile Lackierung, keine Frage. Auch hier gebe ich 8,5 von 10 möglichen Punkten. Es ist Zeit für das Podium. Auf Platz 3
die Lackierung des Mercedes W13. Endlich, nach 2 langen Jahren, kehrt Mercedes zum Silber zurück und die Lackierung hat wirklich was. Ein bisschen Rot hier, ein bisschen Rot da, ein bisschen Silber hier, ein bisschen ein paar Sterne dort. Gar keine Frage. Schöne Lackierung. Allerdings, wenn man jetzt den Mercedes auf den Geraden verfolgt, ja, da hat man so das Gefühl, dass es ein Ferrari ist. Warum? Weil der komplette Heckflügel vollständig in Rot lackiert ist. Muss das wirklich sein? Ja, aber auch hier genauso wieder die Sponsorenfrage. Da hat Ineos gesagt, ja, okay, dann möchten wir auf jeden Fall aber auch ein bisschen mehr Rot von unserer Firma drauf haben. Kann ich natürlich verstehen. Allerdings, komplett Rot, naja, musste nicht unbedingt sein. Aber nichtsdestotrotz, 9 von 10 möglichen Punkten. Auf Platz 2 haben wir die Lackierung des Aston Martin AMR 22. Eine wirklich geile Lackierung. Allerdings, und ja, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, der AMR 22 ist ein schönes Auto. Die Sponsoren sind alle in Weiß. Warum ist das Aston Martin Logo in Gelb? Warum haben sie es nicht in Weiß gemacht? Das Gelb, das passt irgendwie nicht so wirklich. Ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Aber dennoch muss ich sagen, ey, eine 10 von 10. Wirklich ein super geiles Auto. Also was Sebastian Vettel da durch die Gegend fahren darf, genauso wie Lance Stroll. Und ja. Und auf Platz 1 haben wir dann die Lackierung des Ferrari F175. Eine glatte 10 von 10. Dieses dunkle Rot gepaart mit dem Schwarz, super geil. Aber auch hier eine winzige Kleinigkeit. Auch hier bin ich wieder ein bisschen pingelig. Tut mir leid. Und zwar, wenn man das Ganze aus der TV-Cam betrachtet, hat man auf den Tire Winglets, die dieses Jahr debütieren, nämlich das Logo. Und das Logo sticht so ein bisschen hervor. Warum? Warum musste man da was draufpacken? Warum konnte man das nicht in Schwarz lassen? Naja, es ist genauso wie in F1 2022, was ja jetzt im Sommer oder im Herbst kommt. Gerüchten zufolge soll es wohl irgendwann kommen. Viele, ich denke mal 90% der Community fahren die TV-Cam. Und ja, da achtet man natürlich als allererstes mal auf die Reifen, beziehungsweise auf die Tire-Winglets, beziehungsweise auf das Logo. Ja. Aber wie dem auch sei, ein super geiles Auto, was Ferrari da vorgestellt hat. Und ja, liebe Freunde, das war's. Das ist mein Ranking zur Saison 2022. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.